Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem genialen Workout für deine gesamten Bauchmuskeln. Wenn du schöne definierte Bauchmuskeln haben möchtest, dann ist dieses Workout ein absolutes Must-Do. Jedes andere ist vielleicht nicht so effektiv wie dieses. Wir trainieren in diesem Workout unsere oberen Bauchmuskeln, unsere mittleren, unsere unteren Bauchmuskeln, die ja wahnsinnig schwer zu kontrahieren sind, und unsere seitlichen Bauchmuskeln. Du brauchst für dieses Workout wie immer keine Matte. Ich freue mich natürlich über deinen Daumen hoch, über deinen Kommentar, und wenn du am Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere diesen Kanal unbedingt. Dieses Workout ist so aufgebaut, dass wir 10 Übungen haben mit 40 Sekunden Work und 20 Sekunden Rest. Wir brauchen kein Equipment, nur eine Matte und ein bisschen Motivation. Für die erste Übung darfst du dich direkt auf deine Matte begeben. Wir starten mit 20 Sekunden Reverse Crunch und 20 Sekunden Crisscross. Eine super Übung für unseren gesamten Bauchmuskel und vor allem für den unteren. Und vor allem ist Reverse Crunch zwar eine sehr, sehr schwierige Übung, aber eine sehr effektive. Versuch beim Strecken deiner Beine deinen unteren Rücken permanent auf der Matte zu lassen. Und wenn du Schmerzen im Nacken hast, dann leg deinen Nacken ab. Und ansonsten bleibt der Nacken für eine bessere Intensität in der Luft. Beine jetzt überkreuzen und der untere Rücken bleibt schön auf der Matte. Zehenspitzen anziehen und komm schon, 10 Sekunden noch. Sehr gut, 20 Sekunden Pause, bis wir weitermachen mit In-and-Out-Crunches. Deine Knie führen zur Brust und dein gesamter Bauch geht schön in die Rundung und spann deinen gesamten Bauchmuskel permanent an, weil wenn wir ein gezieltes Training in unseren Bauchmuskeln haben möchten, dann braucht es eine gezielte Anspannung. Nur so kommen die schönen Bauchmuskeln zur Geltung und irgendwann dann hoffentlich auch ein schöner, definierter Sixpack. Halfway there. Die letzten 10 Sekunden. Sehr gut, absetzen. 20 Sekunden Pause, bis wir weitermachen mit dem herabschauenden Hund und einer Kombination dazu zu den Spider Crunches für die seitliche Bauchmuskulatur. Versuch diese Übung langsam und kontrolliert auszuführen und wenn du mit dem Po nach oben gehst, immer schön deinen Bauch in die Rundung geben. Fall nicht ins Hohlkreuz, weil dann verlieren wir Spannung im Bauch und wir brauchen die Spannung für schöne, definierte Bauchmuskeln. Diese Übung ist super für die unteren Bauchmuskeln, für die seitlichen Bauchmuskeln und für den geraden Bauchmuskel, Stück weit auch für den oberen, aber ganz besonders für den unteren Bauchmuskel. Sehr gut, absetzen. Atme 20 Sekunden durch und mach dich bereit für die nächste Übung. Rolling in Crunches und 20 Sekunden halten, Crunch halten. Rolling in Crunches sind super für die unteren Bauchmuskeln und für die mittleren Bauchmuskeln. 3, 2, 1, go. Roll dich komplett nach hinten ab, streck deine Beine durch, genau, und komm wieder nach oben. Die ganze Kraft kommt aus deinem Bauch. Genau, schieb die Knie schön Richtung Gesicht. Und wechseln. Crunch Hold, halten, halten, halten. Schultern bleiben hinten unten. Eine super Übung für unseren Rumpf, unser Powerhouse. Wir brauchen einen starken Rumpf, damit auch unsere Abs schön rauskommen und wir einen schönen, definierten Bauch bekommen. 3, 2, 1. Und absetzen. Super, sehr gut.
Wir machen weiter mit einer meiner absoluten Lieblingsübungen für die seitlichen Bauchmuskeln. Du positionierst die auf der Matte, die Schultern gehen weg von den Ohren, ziehen schön nach hinten unten und deine Beine bewegen sich von rechts nach links in einem schönen, runden Bogen von der einen Seite zur anderen Seite. Spätestens jetzt wirst du das Brennen spüren. Für mich war da schon over and out und ich habe es überall gespürt. Nicht nur im oberen Anteil, ganz besonders auch im mittleren und im unteren Anteil. Noch 10 Sekunden, komm schon. Yes, sehr gut. Absetzen, wir sind schon bei der Hälfte. Die nächste Übung ist wieder auf der Matte. Wir starten zuerst mit dem linken Bein. Versuch, deinen unteren Rücken permanent am Boden zu lassen und gehen dann über zum rechten Bein. Und go. Genau, langsam und kontrolliert. Dein unterer Rücken bleibt permanent auf der Matte. Und roll die schön ein. Genau, die ganze Kraft kommt aus deinem Bauch. Und komm schon. Und wir wechseln zum rechten Bein. Rechtes Bein anheben und go. Und absetzen. Sehr gut. Gut, gut, gut. Die nächste Übung, V-Ups, eine super Übung für die unteren Bauchmuskeln. Positioniere die auf der Matte, Handgelenke und Schultern bilden eine gerade Linie und dein Po schiebt sich nach oben und dein Bauch macht sich komplett rund. Du willst deinen Bauchnabel quasi nach innen ziehen. Genau, langsam und kontrolliert. Natürlich gilt wie immer dein Körper, deine Geschwindigkeit. Es darf aber brennen und das Allerwichtigste ist, bei den gesamten Übungen spann deinen Bauch an. Halfway there. Wir haben noch 5 Sekunden. 3, 2, 1. Und durchatmen. Sehr gut. Noch 3 Übungen. Wir starten weiter, wir machen weiter mit Crisscross, super Übung wieder für die geraden Bauchmuskulatur und Crunch Hold für unseren Rumpf. 3, 2, 1, go. Und komm schon. Beine schön überkreuzen, dein unterer Rücken bleibt permanent auf der Matte und dein Nacken bleibt so gut wie es geht oben. Wenn es gar nicht geht, dann leg ihn ab. Und wechseln. Halfway there. Crunch Hold. Halten, halten, halten. Schultern ziehen schön nach hinten unten. Haltung bewahren. Zehenspitzen anziehen. Lächeln nicht vergessen. Sehr gut. 3, 2, 1, rest. Für die nächste Übung bleiben wir auf der Matte. Wir machen Mountain Climbers langsam und kontrolliert und gehen dann über zum Unterarmstütz 20 Sekunden. Beim Unterarmstütz ist es wahnsinnig wichtig, dass du bitte nicht ins Hohlkreuz fallst. Bleib in einer geraden Linie und spann deinen Bauch an. Genau, schieb dein Becken schön nach unten. Man sieht es ganz gut, ich schieb mich schön nach unten. Ich arbeite wirklich mit der gesamten Kraft aus meiner Bauchmuskulatur. Halfway there. Und blank. Genau, halten, halten, halten. Fall nicht ins Hohlkreuz. Zieh deinen Bauchnabel nach innen. Und die letzten 10 Sekunden. Sehr gut.
absetzen. 20 Sekunden durchatmen, bis wir zur letzten Übung gehen. Reverse Crunches, wieder eine super Übung für den geraden Bauchmuskel und für den unteren, natürlich auch für den oberen. 3, 2, 1, go. Und go. Hol die letzten 40 Sekunden nochmal alles raus. Jede Kraft, die du hast, steckst du jetzt da rein in diese Übung. Es ist deine Zeit und deine Möglichkeit, deinem Ziel nochmal näher zu kommen. Und komm schon, gib nicht auf. Die letzten 20 Sekunden. Ich weiß, es brennt und ich weiß, es ist anstrengend, aber gib nicht auf. Komm schon, hol nochmal alles raus. Und absetzen. Yes! Gratuliere! Wuhu! Du kannst mega stolz auf dich sein. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und deine Bauchmuskeln brennen noch so ordentlich nach. Ich freue mich natürlich über deinen Daumen hoch, wenn dir das Workout gefallen hat. Lass mir deinen Kommentar da, wenn du dir ein neues Workout wünschst oder einfach so. Darauf freue ich mich natürlich auch oder darüber freue ich mich natürlich auch wahnsinnig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.